No reply, I've rung your number day and night. Wonder why nothing seems to come out right. No reply, I wonder why. Hallo Vinyl-Community, hallo Musikfreunde da draußen. Heute ein ganz spontanes, ganz kurzes, wirklich sehr, sehr kurzes Video. Aber ein schnelles Dankeschön an einen lieben, lieben Kollegen aus der Community, an den lieben Tommy, den Musikfreak, der mir heute ein kleines Geschenk gemacht hat, eine VCLT, wie man so erzählt. Ein Plattenpaket, das kam heute ins Haus. Ich hatte eigentlich mit keiner Platte gerechnet. Ich habe auch nichts weiter bestellt diesen Monat. Und umso überraschter und erfreuter war ich, als mir der Postbote ein Plattenpaket in die Hand drückte. Und ein Blick auf den Absender hat mir natürlich gleich verraten, dass es ein überraschendes Paket von dem lieben Tommy, dem Musikfreak, ist. Danke Tommy, vielen, vielen Dank. Er hat mir auch ein paar Zeilen geschrieben. Und ja, ich zeige euch am besten schnell, was er mir geschickt hat. Und sage ganz kurz was dazu. Das erste ist diese LP von Barry Gibb und Barbara Streisand von 1980. Das Album nennt sich Guilty. Top Qualität übrigens. Kein Seam Split, nichts, gar nichts. Geht frisch aus dem Laden. Kommt in einer bedruckten Inhüll mit einem schönen Porträt wieder von den beiden und den Songtexten. Die Songs sind alle von den Gebrüdern Gibb komponiert. Mal von allen dreien, mal nur von Barry und Robin. Kommt in einer gefütterten Inhülle im Inner Sleeve. Und die zwei größten Hits darauf, die man aus dem Radio kennt, Guilty, das Duett von den beiden, und Woman in Love von Barbara Streisand. Eins meiner absoluten Lieblingssongs aus der Popmusik. Ich liebe den Song. Eine tolle Sängerin. Dann hat er mir noch eine, kam übrigens auch alles in Außenhöhlen. Danke, Tommy. Und dann hat er mir noch einen Sampler mitgeschickt. Nennt sich Top Hits. Auf dem Superfo-Label, dem tschechischen. Die Platte ist auch von 1980. Genau wie die Guilty Platte von Barry Gibb und Barbara Streisand. Wie gesagt, von 1980. Coverversion von den damals angesagten Hits wie Heart of Glass und Sunday Girl von Blondie oder Tragedy von den Bee Gees und September oder Ring My Bell, Goodnight Tonight von Paul McCartney. Alles solche angesagten Hits von 1980, wie gesagt, kommt auf dem tschechischen Supraphon-Label, dem orangenen, kennt man. Und auch wieder in einer Außenhülle. Vielen, vielen Dank, Tommy. Aber das Allerbeste in diesem Paket, also neben den Bee Gees, also Barry Gibb, weil das fehlt ja noch in meiner Bee Gees-Sammlung. Ich habe ja eine umfangreiche Bee Gees-Sammlung. Da fehlt mir die Platte noch. Aber das Allerbeste wirklich noch ist diese CD, die er noch mit beigelegt hat, von den Toten Hosen, das 96er Album Opium fürs Volk. Ja, was soll man dazu sagen? Eins ihrer erfolgreichsten Alben und ein Zuwachs für meine Toten Hosen Sammlung. Klasse. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Steht hier drin. Klasse Songs drauf. Wie gesagt, zum Beispiel Vater Unser, Mensch, Die Fliege,
Die Zehn Gebote, Böser Wolf, Nichts bleibt für die Ewigkeit und könntest du natürlich Zehn kleine Jägermeister, ist auch noch mit drauf. Das ist wahrscheinlich der Beginn einer umfangreichen Toten Hosen Sammlung. Ich habe ja schon einiges, aber das werde ich mir auf alle Fälle heute Abend noch gleich anhören und dann in Zukunft noch mehr davon sammeln. Vielen, vielen Dank, Tommy, für dieses tolle VCLT-Paket mit den Vinyls und mit der CD. Du hast mich sehr glücklich damit gemacht. Auf alle Fälle mit der Barry Gibb und Barbra Streisand Platte, die mir wirklich in meiner Sammlung fehlt und die ja wirklich wie nietnagelneu aussieht. Und natürlich die Toten Hosen CD Opium fürs Volk. Vielen Dank, da hast du meinen Geschmack voll getroffen. Ja, wie gesagt, jetzt an neuen Platten wird so schnell nichts kommen. Es geht dann erst wieder nächsten Monat los. Und in der Zeit werde ich mir mal die alten Sachen in meinen Regalen anhören und vielleicht gibt es da nochmal eine Art Top 5 Video oder irgendwas anderes. Man wird sehen. Das war's erstmal für heute. Dieses kurze Dankeschön-Video an Tommy und ich wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende. Bis demnächst. Ciao.